Ja, hallo meine Lieben. Gut, in meinem letzten Video, also das heute hochgegangen ist und das ich am Donnerstag gedreht habe, habe ich gesagt, ich habe meine Stickerbücher zerlegt. Und dann wurde auch tatsächlich gleich, ja, bitte zack das, weil ich will das auch schon so lang machen und weiß aber nicht recht wie. Und ja, dieses Thema, ich weiß nicht recht wie, hat mich ja auch sehr lange beschäftigt. Also, dass ich sie aufteilen will, ist eigentlich schon etwas, was ich sehr lang will. Also eigentlich schon seit ich Happy Planner Stickerbücher habe, ja. Aber dann habe ich mir halt immer gedacht, ja, aber irgendwie kehren sie ja zusammen, weil das Farbschema passt dann halt und ja. Deswegen habe ich das nie gemacht. Ein zweiter Grund war, dass eben, das hat da die Sabine drunter geschrieben, auf manchen Seiten ja jetzt nicht nur a Sache drauf ist. Also da sind jetzt nicht nur Boxen drauf, sondern da ist a Schrift drauf oder da ist dann a Icon drauf. Ja? Was macht man mit solchen Seiten? Ja, ja und jetzt war ich dann aber einfach einmal ganz rigoros und habe es einfach gemacht. Ja? Und zwar wirklich deswegen, weil ich habe so ein paar Fotoalben, wo ich so Sticker-Sheets drinnen habe, die meisten davon habe ich selber gemacht oder eben von Coffee Monsters oder so. Und die sind sortiert nach Wortstickern, nach Icons, nach Signifiern und eben nach Charakter-Sticker. Und nach denen greife ich die ganze Zeit. Ich meine, sie stehen auch sehr geschickt, muss ich sagen. Sie stehen quasi bei meinem Schreibtisch gleich so auf der Seite. Also komme ich natürlich auch sehr leicht ran. Aber die Happy Planner Stickerbücher habe ich eigentlich auch gleich neben dem Schreibtisch, aber das Durchblatteln halt ewig, wenn du ein bestimmtes Ding suchst und dann weißt nicht, in welchem Stickerbuch ist es eigentlich drinnen. Das hat mich jetzt dann tatsächlich genervt. Und deswegen habe ich es jetzt gemacht. Ja, will also heißen, ich habe die alle zerlegt. Ich kann euch aber jetzt trotzdem kurz zeigen, erstens, was ich nicht zerlegt habe und zweitens, wie ich das vorher gemacht habe. Ja? Also erstens, was ich nicht zerlegt habe, ist dieses Stickerbuch, ja? Weil das ist eben das mit diesen 100 Sheets und die sind nicht gelocht. Gell? Also das heißt, die haben oben kein Loch. Genau, und daher kann man die nicht aufhängen. Und aufhängen ist ein bisschen so das Zauberwort bei der ganzen Geschichte. Ja? Ich könnte das jetzt natürlich schon trotzdem auch zerlegen und schauen, ob ich das in ein Fotoalbum oder in irgend sowas reintun kann. Aber derweil einmal sehe ich noch nicht wirklich ja, eine Notwendigkeit. Erstens einmal, das meiste, was da drinnen ist, habe ich in irgendeiner Form woanders auch. Also das heißt, ich kann es dann einfach dort einmal aufbrauchen und dann sehen wir schon, was ich damit mache, wobei Aufbrauchen, gell, passiert wahrscheinlich, wenn ich so 96 bin mit dem, was ich alles habe. Aber gut, das ist auch keine Neuigkeit mehr. Gut, und dann habe ich auch noch Stickerbücher von American Crafts. Ich glaube, da habe ich so fünf oder sechs oder sieben, sagen wir besser so, ich glaube so sechs oder sieben sind. Da sind welche von Amy Tangerine drinnen, da sind welche von der Heidi Swap und so weiter und so fort. Ja, also die arbeiten immer mit Designern zusammen und machen dann halt eben auch so Stickerbücher. Ja? Und die habe ich auch noch nicht zerlegt. Das hat einmal hauptsächlich den Grund, dass die anderen jetzt eh schon solche Bugs sind, dass ich mir gedacht habe, na, das ist jetzt nicht notwendig. Und jetzt sind es auch so wenige Stickerbücher, dass ich auch den Überblick nicht so leicht verliere. Ja? Gut, und wie habe ich die jetzt immer aufbewahrt? Nämlich auch die Happy Planner Stickerbücher habe ich zuerst, warte, reden wir zuerst noch einmal darüber, wie ich sie zuerst gehabt habe. Ja? Zuerst habe ich sie so aufgestellt in einer Box drinnen gehabt und musste sie quasi immer so oben rausziehen. Ja? Was gerade bei diesen American Crafts Stickerbüchern mich in den Wahnsinn getrieben hat. Einerseits ist ja, da habe ich es nämlich weggeschnitten, dann einfach unten das Gummiband angemacht. Ja? Das heißt, da ist es schon immer hängen geblieben. Und die American Crafts haben ja noch dazu ein durchsichtiges Dings da vorne. Das heißt, überall, wo da dieser Karton mit dem Plastik verklebt ist, bin ich natürlich auch dauernd hängen geblieben. Also das hat mich irgendwann dann einfach irre gemacht und dann habe ich beschlossen, hey, haha, voll geniale Idee, da oben ist ein Loch. Diese Stickerbücher werden in Geschäften immer aufgehängt. Ich hänge die jetzt auch auf. Und nachdem ich in meinem Lieblingszimmer eine, ja, von IKEA ist das eigentlich für die Küche, so eine Stange eben montiert habe, weil ich ursprünglich dort an Rückenlehne, also ein Polster aufgehängt gehabt habe, die ist immer noch da. Habe ich beschlossen, ich nehme solche Buchringe und hänge das Zeug einfach auf.
Hat super cool ausgeschaut, hat mal Spaß gemacht, habe ich auch tatsächlich gleich schon einmal häufiger genutzt. Ja, also es ist ja ganz oft so, dass die Zugänglichkeit der Sachen ein ganz wichtiger Faktor ist, ob man die Sachen nutzt oder nicht. Weswegen wir in unseren Bastelzimmern ja immer so viele Schachteln und Boxen und so herumstehen haben und nicht einfach in einen Schrank reinstellen, weil sobald es im Schrank drinnen ist, verwendest du es ja schon gleich überhaupt nicht mehr, wenn es nicht was ist, was du wirklich tagtäglich brauchst. Ja? Gut, jetzt ist es also da gehängt. Das war schon einmal viel lustiger. Ja? Nur natürlich mit diesem Stickerbuchwahn, den ich da gehabt habe, dass ich gleich mal 9 Stickerbücher auf einen Sitz gekauft habe, hat jetzt auch dazu geführt, dass der Platz auf der Stange auch schon sehr knapp war und ich schon um die Ecke gehen musste. Und das hat mir dann auch nicht mehr so gut gefallen. Ja, also war das einmal schon der Grund. Und dann haben wir eben jetzt gedacht, na, was, was jetzt? Jetzt zerlegst sie. Jetzt zerlegst sie. Und habe eben nach Kategorien. Und die Kategorien würde ich euch jetzt eben zeigen und da dann vielleicht eben auch so. Und so habe ich mich halt entschieden, was ich mit den Seiten mache, die in mehrere Kategorien passen. Ja? Und da fangen wir jetzt einmal mit der allerersten Kategorie an, die ich überhaupt erstellt habe. Und das ist auch meine wichtigste Kategorie sozusagen, Wörter. Das Deckblatt, das ist ein Block von I Think Action. Ich bin mir aber nicht sicher, es könnte eigentlich, nein, ich glaube, es ist sogar Teddy. Ich glaube, es ist sogar Teddy, genau. Und der hat so ein grenzgeniales Format, dass er von der Höhe schon einmal gleich passt. Das ist um 1-2 mm länger als die Bücher. Und von der Breite habe ich es dann halt zugeschnitten. Und jetzt habe ich Deckblätter, die alle eben auch zusammenpassen. Ja? Also will heißen, dies ist jetzt ein sehr homogener Blick auch, den ich da habe. Ihr blendet euch dann am Schluss ein Bild ein, wie das eben jetzt ausschaut. Gut, da drinnen befindet sich, wie der Labelmaker sagt, ABC 1, 2, 3 und Wörter. Wörter sind entweder einfach nur so To-Do oder so Zeugs oder Quotes. Die habe ich auch da reingeschmissen, ja. Und natürlich fangen wir gleich mal mit meinen Lieblingsseiten an, mit diesen unzähligen, wo eben diese Zahlen drauf sind. Und jetzt könnte man natürlich da schon sagen, naja, aber da sind ja Sterne drauf. Sterne passen jetzt nicht wirklich da dazu. Ja, aber das ist einfach das Rätsellösen. Der Großteil sind Zahlen. Ja? Und daher werde ich eher diese Seite suchen, wenn ich Zahlen brauche und nicht, wenn ich Sterne brauche. Ja, daher ist es da drinnen gelandet. Und das ist eigentlich jetzt auch schon der Trick der ganzen Schoße, gell? Also ich meine, bei der Seite hätte wahrscheinlich niemand Schwierigkeiten gehabt, die den Zahlen zuzuordnen, genauso wie das den Wörtern. Ja, wie gesagt, und da ist da alles Mögliche drinnen. Ich habe ja durchaus noch Stickerbücher, die ich aber seinerzeit schon ganz arg zerlegt habe. Die sind noch auf Discs, aber die habe ich jetzt da nicht einsortiert. Gell? Aber wie ihr seht, da sind alles eben so Wörter. Und natürlich habe ich da dann einmal so eine Bordüre, aber wieder der Hauptteil sind Wörter. Ja? Und da ist vielleicht auch noch eins zu sagen, aus dem Stickerbuch, das habe ich euch eh gerade letztens hochgeladen, die Colorful Boxes waren das. Da gibt es diese Swatches mit Today, Reminder und so und da eben in anderen Farben. Und das gleiche hast du dann aber in Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so gegeben. Die sind woanders, weil das sind jetzt für mich andere Wörter. Das ist jetzt einfach nur mein eigenes Ding, aber dazu kommen wir noch. Ja? Genau, das ist dann ein neues Stickerbuch, das ist dieses Homebody. Und es stört mich jetzt eben überhaupt nicht, dass da jetzt zum Beispiel da ist wieder Colorful Boxes, weil ich halt einfach ein bisschen unordentlich dann beim Zusammenstellen war. Aber das ist mir egal. Im Zweifel gehe ich wirklich noch einmal her. Na, das sind ja außerdem die Monday, Tuesday. Dann habe ich die doch auch da reingetan. Genau. Dann habe ich andere Wörter, die als Nichtwörter bezeichnen, dann ist das jetzt nicht Wochentage. Aber wie gesagt, irgendwann gehe ich vielleicht noch her und sage echt so alles, was mit diesen Wörtern, die zu bestimmten Saisonen passen, die tue ich alle zusammen. Und dann tue ich vielleicht alle reinen Quotes zusammen. Und dann tue ich vielleicht so eben Planerwörter, eben wie die da sind, zusammen. Das kann ich auch noch machen, aber das ist mir noch nicht einmal so wichtig. Ja? Also, wie gesagt, das ist einmal alles, was Wörter betrifft, beziehungsweise ABCs sind da auch drinnen, gell? Weil in manchen Stickerbüchern ist ja dann tatsächlich auch, da sind ja auch Buchstaben drinnen. Das heißt, das findet man natürlich da drinnen auch.
Gut. Und natürlich ist das jetzt alles ein bisschen flimsiger, das ist auch keine Frage, weil sie jetzt nicht mehr zusammengeklebt ist, aber das stört mich nicht. Also auf dem Ring hängt das sehr gut. Jetzt sage ich noch ganz kurz, was ich mit denen gemacht habe, die eben aufgrund der Aufbewahrung von vorher schon ein bisschen lädiert waren, weil bei manchen, wartet, ich mache das einmal kurz auf. Bei manchen ist dann da oben das nämlich schon ausgerissen gewesen, ja. Und da habe ich einfach ein Dixo drüber geklebt, das Ganze ausgestanzt und jetzt funktioniert das wieder hervorragend, gell? Genau. Okay, also das wäre Kategorie Numero Uno gewesen. Kategorie Nummer zwei, die auch mindestens genauso groß ist, also hier ist jetzt schon extrem viele Sheets, die sich mit dem beschäftigen und das ist aber auch kein Wunder, wenn ich zwei Stickerbücher kaufe, in denen nur Blumen drinnen sind, ist natürlich auch klar, gell? Also dass da jetzt das recht fett ist. Und ja, wie gesagt, das sind einmal die zwei Stickerbücher, die jetzt nur mit Blumen waren. Da ist dann auch irgend so ein Memory-Keeping-Dings, das hat eben auch ganz viele Blumen drinnen gehabt. Dann haben, glaube ich, auch die Squad Girls, die habe ich eigentlich noch nicht hochgeladen, die haben auch Blumen drinnen gehabt. Also, wie gesagt, da gibt es dann halt immer wieder eine ganze Seite, was halt mit Blumen zu tun hat. Und das da zum Beispiel wäre ja jetzt was für Wörter auch gewesen. Aber ich habe mir gedacht, ich werde das eher da drinnen, ich meine, ich werde es überhaupt nicht suchen, sagen wir mal so, ich werde nie in meinem Leben das Bedürfnis haben, ah, jetzt hätte ich gern ein Zitat und eine Blume. Sondern ich werde sagen, ich will ein Zitat, dann schaue ich da drinnen nach. Oder ich will eine Blume und dann schaue ich da drinnen nach. Und wenn ich halt dann das da sehe und mir denke, ah, das ist aber hübsch, gleich die Kombi mit dem Zitat, ja, dann habe ich die Seiten auch genutzt. Gell? Aber es wird nie, nie diese Idee geben, ich suche eine Blume mit Zitat. Sondern wenn, dann schaue ich eher, ah, ich suche eine Blume und dann habe ich halt ein Zitat dabei. Gell? Also Zitate suche ich überhaupt gar nicht so oft, weil ich die nur dann verwende, wenn ich einen Platz im Planer nutzen muss. Also wo irgendein Fleck halt übrig bleibt, dann haue ich dort was hin. Und da sind wir ehrlich gesagt meistens die Dinger sogar zu groß. Also deswegen ist eher ein bisschen problematisch. Ja, das ist aus dem Colorful Boxes und so. Das ist, glaube ich, aus am Squad Girls. Also ja, so alles zusammen, inklusive dieser komischen Kreise. Da habe ich ein bisschen so, soll ich die zu Blumen tun oder soll ich die zu Boxen tun? Ja, oder irgendwo habe ich Labels ab, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ja, weil man kann übers eine schreiben, gell? Jetzt war ich mir da nicht so sicher, habe aber auch beschlossen, dass sie eher selten das jetzt wirklich nehmen wird, als ja, ich mag diese Kreise sowieso nicht, sagen wir mal so. Und am ehesten sage ich nur, ah, schau mal, der Stil mit den Blättern gefällt mir, aber irgendwas mache ich schon damit, ja. Gut, also wie gesagt, das sind die Blumen, aber da ist jetzt, war die Entscheidung nicht sehr schwer, was da reinkommt. Dann haben wir das nächste, was extrem fett ist. Also da sind, glaube ich, dann natürlich überhaupt am meisten drauf. Und das sind jetzt die Boxen. Und bei den Boxen ist es mir mal hauptsächlich darum gegangen, diese ganzen Vollboxen irgendwo unterzubringen, weil die nutze ich am wenigsten, ja. Und wenn ich sie aber wenigstens so auf einen Sitz habe, dann fallen sie mir vielleicht leichter ein, ja. Gut, da gibt es einmal eben diese Boxen, die über zwei Dinge drüber gehen. Und auch hier war so ein bisschen, naja, aber das sind jetzt eigentlich Wörter. Also gerade so dieses Weekend, warum kommt das dann nicht zu die Wörter dazu? Ja, also erstens einmal der Hauptteil sind die zwei und also die drei da und die gehen über zwei Boxen drüber. Also ist das eher was in die Richtung, wo ich ja vor allem auch viel Platz brauche. Wogegen bei den Wörtern, da geht es mir ja eben wirklich oft einfach nur darum, einen Header zu machen, wo dann To-Do steht oder so irgendwas in die Richtung. Genau. Ja, und man sieht auch von dem Stickerbuch, wo die jetzt raus sind, habe ich zwei. Also das heißt, in dem Stickerbuch sind nicht zweimal die gleichen Seiten drinnen. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie es heißt. Aber ich habe das schon gehabt und dann haben wir es noch auf der PlannerCon auch noch geschenkt bekommen. Ja? Genau, und da sind jetzt lauter solche Sachen drinnen und da sind jetzt natürlich auch diese runden Dinger drauf. Aber auch die suche ich nicht. Also das heißt, es geht nicht darum, ich brauche die irgendwo extra, weil ich ja lauter solche Kreise gern suche. Na.
wenn ich sie, ich meine, ich verwende sie, man sieht ja, also hin und wieder verwende ich ja wohl an, aber das ist eben, wie gesagt, selten und auf die Suche danach gehe ich schon gleich gar nicht. Ja? Gut, was sind dann noch für Boxen da drinnen? Diese ganzen Boxen auch mit Trackern, beziehungsweise wo man so Today reinschreiben kann. Ja? Da war ich kurz ein bisschen so am Überlegen, naja, wird das nicht vielleicht zu Colorful Boxes passen? Ja? Weil das sind eben Boxen, wo ich reinschreibe. Haben wir dann aber entschieden. Also wie gesagt, ich habe da noch einen ganzen Pack Colorful Boxes. Allein ich schon, weil ich zwei von den ersten Colorful Boxes und dann noch zwei weitere Colorful Boxes habe. Die sind jetzt alle da. Und da zeige ich euch nur zum Vergleich. Da sind jetzt wirklich diese einfärbigen Boxen drinnen. Ja? Die ich jetzt wirklich für jede Deko mehr oder minder einsetzen kann, wo es mir nicht darum geht, ah, das ist Wasserfarbe, das passt mir da jetzt nicht dazu. Ja? Sondern das sind einfach nur einfärbige. Das zum Beispiel ist, glaube ich, aus dem Homebody auch wieder. Also das heißt, manchmal haben auch Themen, Stickerbücher, eigene Colorful Boxes auch noch drinnen und die habe ich halt dann auch da reingetan. Ja? Und der Rest ist aber tatsächlich einfach nur aus dem Colorful Boxes Stickerbüchern und aus dem neuen, das ich euch eben jetzt gerade hochgeladen habe. Das haben wir, glaube ich, dann da hinten oder so. Genau. Also Dinge, wo man was einschreiben kann, habe ich dann da drinnen gelassen. Aber alles, was Zitate oder Blumen oder so waren oder eben diese Header-Dinger, die habe ich ausgenommen. Ja? Gut, also das heißt, da sind jetzt auch die Colorful Boxes. Da fehlt mir noch das Label, weil mir das Labelband ausgegangen ist. Tja. Gut, haben wir sonst da noch was Spannendes drinnen? Also nicht wirklich, gell? Alle Sachen, in die man in irgendeiner Form was einschreiben kann oder die als Dekoration eine ganze Vollbox ausfüllen, sind halt da drinnen. Und ja, da ist jetzt natürlich auch Deko dabei. Aber der Großteil auf der Seite sind Boxen. Also nicht nur nach was suche ich am ehesten, entscheidet, wo die Seite hinkommt, sondern auch das, was ist denn am meisten drauf. Ja? Weil was ja auch ist, wenn ich die Seite finde, dann habe ich ja da schon das Farbschema und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Deko-Zeug dazu passt und ich wahrscheinlich eh gerade im Winter bin, weil da ja Winter-Favorites draufsteht, dann passt es eh zusammen. Also so gesehen habe ich auch wieder kein Problem. Andere Geschichte ist, ich kann den Sticker-Sheet, wenn ich die Boxen aufgebraucht habe, ja dann zur Deko geben. Wäre auch eine Möglichkeit. Und dann ist es ja doch auch so, ich weiß jetzt nicht, ob es da Seiten gibt, wo ich tatsächlich auch schon was verwendet habe, aber sagen wir mal, ich habe dann einfach auf einer Seite schon was leer bei der Deko, dann kann ich das ja einfach dorthin dazu kleben irgendwann einmal. Ja? Also das ist natürlich auch immer noch ein Thema, ob man sich die Arbeit dann auch noch irgendwann einmal antut, dass man sagt, okay, ich hole jetzt die Sticker, die da nicht dezidiert dazu passen, hole ich runter und gebe sie extra zum anderen Thema dazu. Ja? Dazu vielleicht kurz gesagt, es gibt bei Amazon zumindest, aber vermutlich auch durchaus in physischen Läden, gibt es ja auch Silikonpapier. Also ich glaube, es heißt tatsächlich Silikonpapier. Da kann man die Sticker draufkleben und die könnte man sich auch in dieser Größe zurechtschneiden, ein Loch reinmachen und dann einfach die Sachen, die nicht dazu passen, auf diesen anderen. Dann hat man es noch besser aufgeteilt. Aber das Bedürfnis hatte ich bis jetzt noch nicht. Ja? Gut, also wie gesagt, da sind jetzt alle Boxen drinnen, wo ich was draufschreiben kann oder die rein zur Deko dienen. Gut, aber Deko, also das heißt, das hätte man natürlich auch sagen können, ich könnte diese Vollboxen, die nur dekorativ sind, auch zur Deko dazu tun. Aber wie gesagt, es geht mir ja um die Form auch und ja, wie gesagt, mit Boxen tue ich mir schwer und wenn ich aber schon weiß, wo ich durchschauen kann, ist vielleicht besser. Ja, gut. Die Deko ist dann eigentlich vergleichsweise dünn, also so reine dekorative Sticker. Neben den Boxen hat Happy Planner dann gar nicht. Und da sind jetzt einmal in irgendwelchen waren solche Sterndl-Dinger drinnen, dann sind Washi-Strips, dann eben auch diese Dinger. Ja, und dann halt alles, was in irgendeiner Form einfach nur so ein hübscher Sticker ist, der jetzt weder einem bestimmten Zweck dient, ich meine, das sind jetzt so Trenner, aber trotzdem ist es rein dekorativ, noch kann ich was einschreiben.
noch kann ich jetzt wirklich sagen, okay, damit markiere ich mir jetzt, dass ich waschen muss. Ja, also wie gesagt, das ist dann alles da drinnen. Und ja, das sind jetzt natürlich auch diese Dinge, aber es ist mir hier tatsächlich um die Häuser gegangen. Und wenn ich irgendwann mir denke, ich möchte jetzt die Häuser verwenden, dann weiß ich, dass ich in der Deko nachschaue. Ja? Und wenn die Deko dann aufgebracht ist, dann kann ich den Sheet zu den Wörtern geben. Wobei Wörter, gell? Ne. Ja, genau, also das war die Deko, die tun wir dann einmal daher. Dann habe ich jetzt das, was sie als Header bezeichnen. Ja? Und bin auch gerade drauf gekommen, dass mit dem Thema Wörter, ich habe tatsächlich alle Wörter dort drinnen. Ja? Also ich habe im Kopf gehabt, eine eigene Kategorie mit reinen Planerwörtern zu machen. Also eben, wo Reminder, To Do, Important steht. Und das habe ich aber verworfen. Da habe ich es alles zu den Wörtern getan. Und dann gibt es aber jetzt noch die Header. Und Header ist jetzt durchaus ein bisschen absichtlich, dass ich das extra habe, weil ich ja manchmal tatsächlich in solchen Spalten arbeite, wo dann eben genauso Header einpasst. Ja? Wörter sind ein bisschen flexibler. Ja? Und da habe ich jetzt mich tatsächlich dafür entschieden, da gehört auch noch ein Label drauf, nämlich Checklisten sind da auch noch drinnen. Aber wie gesagt, Labelpapier ist ausgegangen. Gut. Und da sind jetzt eben diese Sachen drinnen, die so einen gewissen Platz einnehmen und wo was draufsteht. Ja? Die Dinger da drinnen wären jetzt super klasse, zum Beispiel bei Icons, Signifiern gewesen, aber es war mir dann doch mehr wichtig, dass ich die in den Fokus stelle, weil wenn ich auf der Seite bin, na, dann gehe ich her und nehme diese Flaggen sowieso. Gell? Also auch hier wieder genau die gleiche, genauso mit den Pfeilen, weil dann bin ich eben Farbschema und dann passt mir das sicher irgendwo dazu. Ja? Dann eben diese ganzen To-Do-Dinger, Day Off und so. Und dann eben diese hübschen Checklisten, Wochenendbanner beziehungsweise Think Happy, Be Happy ist jetzt zwar, wird auch super zu Wörter passen, keine Frage, aber es ist halt auch wieder was eine gewisse Breite einfach mit sich bringt. Und das war mir jetzt in dem Fall wichtig. Da zum Beispiel ist jetzt schwierig gewesen, weil das sind jetzt natürlich Boxen. Ja, hätte ich unglaublich gern bei den Boxen dabei gehabt. Aber die Anzahl der Header und der Checklisten hat halt einfach überhand genommen. Und daher habe ich beschlossen, okay, dann musst du doch hierher. Ja? Und bei den Squad Girls gibt es eben in jeder Saison sozusagen eine solche Seite. Und daher gibt es das natürlich auch hier zu mehreren. Ja? Da hätten wir durchaus auch was Dekoratives. Aber ja. So, muss man nur ein bisschen aufpassen. Diese Buchringe sind total klasse, aber vielleicht sollte ich dann für die dünneren Bücher noch kleinere nehmen. Also ich habe auch welche mit einem geringeren Durchmesser. Bestellt habe ich die übrigens bei Craftelier und diese hellblauen sind auch die Eigenmarke von Craftelier. Aber es gibt die, wie gesagt, ja, bei der Danny Boys mit Sicherheit auch im Bastelgeschäft oder so findet man solche Buchringe durchaus auch. Ja, und dann kommt noch die letzte Kategorie, meine Lieblingskategorie immer, obwohl ich sie dann, wie gesagt, gar nicht so arg verwende, Icons. Icons ist schwierig, gell? Weil einerseits, klar, solche Sachen sind Icons. Keine Frage. Ja? Wobei ich in meinem Kopf eben immer ein bisschen unterscheide zwischen Icon und Signifier. Was ist jetzt das eine, was ist das andere? Und schmeiße es deswegen meistens eh in ein Ding rein. Icon ist ein Bild, wo ich, wenn ich es reinklebe, schon weiß, was ich tun muss. Ja? Also das heißt Date Night. Brauche ich, glaube ich, nichts mehr dazu schreiben, das ist klar. Ich meine, es steht vor allem schon drauf. Ja? Insofern ist es jetzt schon eigentlich zu einem Icon geworden. Ja? Die Tasche allein, ich würde kein Shopping brauchen, weil da weiß ich schon, okay, das steht für Einkaufen. Ja? Ein Nagellack würde für macht da deine Nägel stehen. Also das fällt bei mir unter Icon. Bei dem Essenszeugs, ja, schwierig, weil ich werde mir sicher nicht nur um mein Abendessen zu markieren, am Brokkoli reinkleben. Also Brokkoli, nein, das ist kein Brokkoli, Entschuldigung, das ist ein Kaffeeol. Das ist die weiße Geschichte, ja? Also nicht die grüne Geschichte. Aber wie gesagt, trotzdem, wenn es gerade so eine witzige Seite ist, dann wird das Abendessen halt einfach mit einem Taco. Es gibt bei uns nie Tacos, aber wie auch immer. Also passt dann schon. Das habe ich dann auch hier reingenommen, weil ich das jetzt tatsächlich nur für diesen einen bestimmten Zweck verwenden kann, nämlich mein Abendessen zu markieren.
Daher ist es nicht bei den Boxen gelandet, weil die Boxen sind für mich doch einfach auch, ich muss einen Termin eintragen oder ich möchte, dass mein Fokus auf irgendwas ganz besonders Wichtigen liegt und dann will ich eine Box dafür haben. Und das soll jetzt nicht eine Box sein, die schon einem bestimmten Zweck gewidmet ist, ja. Weil das heißt, die würde ich ja wirklich nur suchen, wenn es mir darum geht, ich möchte mein Abendessen markieren. Also seien sie bei den Icons einfach gelandet. Ja? Der Topf ist eher Icon und das ist halt einfach nur noch der Platz zum Schreiben. Also deswegen war das hier am besten. Jetzt schauen wir mal, wo man dann. Das ist so mehr für mein Frühstück mit Katze, werde ich das viel verwenden. Gut. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Warum ist das da? Ich glaube, das stammt noch aus dem, wo ich eben noch da war. Ich muss ein reines Planer-Dings machen. Also das heißt, da sind jetzt nur Sachen drinnen, die echt mit Planen zu tun haben. Und Wochenende markieren ist eine reine Planungsgeschichte. Ich glaube, deswegen ist das noch da drinnen gelandet. Kann aber sein, dass das irgendwann, weil ich sage, nein, ich suche das da drinnen nicht, zu die Wörter rüberwandert oder vielleicht sogar zu wo war ich vorher, wo ich gesagt habe, zu den Headern könnt's wandern, weil da passt es auch sehr gut dazu. Also man sieht schon auch, ich bin mir selber mit mir manchmal nicht ganz einig, warum bestimmte Sachen dorthin gehen und bestimmte Sachen dahin gehen. Ja. Aber das ist auch das Klasse an dem, ich nehme es einfach aus, also es geht sehr schnell. Das zum Beispiel, was ich mit den ersten Stickerbüchern gemacht habe, dass ich die auch zerlegt habe und dann hinten und vorne auf eine Seite draufgeklebt habe, das Ganze mit dem Locher gelocht habe und auf Ringe aufgezogen habe, war erstens ein Schweinshacken. Es war aber damals irrsinnig in, das hat man gemacht. Happy Planner hat dann sogar eigene Seiten verkauft, die auf beiden Seiten geklebt haben, damit man die Stickersheets dann da draufkleben hat können, ja. Also wie gesagt, da habe ich halt auch gemacht, ja. Aber das ist nicht unflexibel, weil wenn man das Gefühl hat, die Seite passt jetzt mal gerade da nicht mehr ein, ich hätte gern woanders, du kannst das nicht mehr machen. Mit den Ringen, null Problemo, gell? Gut, das ist das Gleiche. Dann eben meine Geburtstagsgeschichten. Dann wieder Essensdinger. Genau, und jetzt kommen wir da zum Beispiel auch, gell? Man, important, das sind jetzt eigentlich Wörter, aber es sind ganz spezifische Planerwörter. Das heißt, das To-Do zum Beispiel finde ich ja eigentlich auch da drinnen und nicht bei den Wörtern. Wobei ich mir da auch nicht hundertprozentig sicher bin, gell? Also ich lege jetzt nicht mehr Hand ins Feuer dafür, dass ich mir da alles richtig durchüberlegt habe. Aber egal, das hat für mich auf jeden Fall sehr nach Planer ausgeschaut, also kommt es daher. Und Icons sind ja auch ganz viele drauf. Und jetzt eben der Unterschied zwischen Icon und Signifier. Bitte, ich finde diese Käfer so süß. So, Unterschied Icons, das zum Beispiel fällt nicht unter Boxen. Warum? Weil ich wieder das nur zu einem ganz bestimmten Zweck einsetzen kann. Nämlich, was findet wo und wann statt? Das ist eine reine Termingeschichte und sowas ist gefühlsmäßig für mich eher im Icon-Bereich. Ja? Also vielleicht, dass man echt sagen muss, in diesem Icon-Ordner sind echte Planersticker, reine funktionale Planersticker drinnen. Wobei reine funktionale, gell, wenn dann da steht, I love my cat, ist halt auch nicht so funktional. Aber das ist eben auch wieder Frühstück mit Katze. Gut, und jetzt kommen wir dorthin, wo ich sage, was ist jetzt tatsächlich der Unterschied zwischen einem Icon und einem Signifier? Herzen sind für mich ein Signifier. Das ist, wenn ihr ein Herz irgendwo hinklebt, das heißt noch wenig, außer üblicherweise, dass man das gern macht. Ja? Das heißt also, ich muss daneben noch hinschreiben, was passiert. Es ist nur quasi da, um die Aufmerksamkeit dorthin zu ziehen, damit man es macht oder damit, ah, da war ich mit dem Schatzlichen dort und dort. Also das ist das, was das eben zum Signifier macht. Ja? Wogegen, ja, genau, jetzt kommen lauter so Sachen, die nicht sich. Wobei das da mit Text und allem drum und dran, klassisches Beispiel, die Waschmaschine. Wenn ich die Waschmaschine in den Planer klebe, dann weiß ich, ich muss waschen. Ja? Und da brauche ich noch nicht einmal was dazu schreiben, mache ich trotzdem. Ja? So, genau, und da hinten sind ganz viel von diesen Dingen und Signifiern und Icons und fragt es mich nicht was. Da zum Beispiel sind wir dann auch wieder auf seiner Seite, die eigentlich recht, ja. Was bist du eigentlich? Bist du jetzt Icon? Bist du Signifier? Bist du Text? Bist du Deko? Was bist du, ja?
Ich habe mich entschieden, das aufgrund dessen hier jetzt zu den Icons zu tun. Es sind auch reine Planerwörter drinnen. Ja, haben wir gedacht, okay, das passt auch noch. Ja, und auch hier wieder, entweder verwende ich es, weil ich D verwende, dann verwende ich auch gleich das Blümchen da. Oder ich sage, okay, jetzt sind nur noch dekorative Sticker drauf, dann nimm es und gib es zur Deko rüber. Und dann wird es auch irgendwann einmal aufgebracht sein. Und dann da hinten habe ich noch etwas. Da war ich kurz. Sind das jetzt eigentlich Header oder was ist das? Und habe aber beschlossen, das sind jetzt auch mehr Planer, rein funktionale Planersticker, weil da schreibe ich ja Zeit rein und einen Termin. Das heißt, das sind eigentlich Appointment-Labels, was ich sinnvoller hier drinnen finde, weil ich eben da noch funktionalen Sachen suche. Ja, da hinten sind noch aus dem Journaling-Stickerbuch diese ganzen Sachen, beziehungsweise aus dem Doodles-Ding, das sind eben auch so Signifier und so Zeugs. Ja, keine Ahnung, hat es jetzt Sinn gemacht? Manche Sachen ergeben jetzt, wenn ich es euch erzähle, nicht mehr so viel Sinn, wo ich mir dann wirklich denke, ja, vielleicht sollte es das ändern. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt schon einmal eine halbwegs eine Ordnung, wo ich einmal aufbrauchen kann. Und wenn mir irgendwas auffällt, wo ich das Gefühl habe, da hätte ich die nie gesucht, ja, dann gebe ich es einfach woanders hin. Ja. Das Ziel, dass ich jetzt einmal Sachen aufbrauchen anfange, oder zumindest eher aufbrauchen anfange, glaube ich, ist schon damit erreicht. Aber irgendwas wird halt übrig bleiben und dann muss ich mir halt wieder überlegen, was ich mache. Ja. Vielleicht ganz kurz noch zu den Icons da hinten, was ich nämlich früher auch gemacht habe. Ich bin dann hergegangen und habe dieses Silikonpapier eben auch wieder zu einem eigenen Stickerbuch gemacht und bin dann hergegangen und habe mir immer wieder so eine ganze Reihe aus diesem Icon-Stickerbuch, weil das war irgendwie für mich besonders schwierig, immer wieder von jeder Seite einfach welche dort hineingeklebt und habe dann auf einer Seite mehr oder minder oder auf zwei, drei Seiten diese Icons im Überblick gehabt und wenn ich sie dort aufgebracht gehabt habe, habe ich wieder nachgeklebt. Ja, das mache ich auch tatsächlich immer noch mit diesen Rollen. Also es hat ja auch, oder es gibt sie immer noch, diese Rollen mit Sticker drauf, die zu verschiedenen Themen eben sind. Und die sind ja überhaupt die absolute Katastrophe. Ja, weil erstens einmal wirst garantiert den Sticker haben, der irgendwo weiter hinten auf der Rolle ist. Und zweitens ist die Rolle einfach nicht wirklich übersichtlich und nicht wirklich praktisch aufzubewahren und. Gell? Also mit denen mache ich das tatsächlich immer noch, dass ich, wenn ich wieder mal Platz habe in diesem selber gemachten Sticker-Dings, dass ich dann einfach nachklebe und dann habe ich wieder die ganzen Checkboxen auf Ansitz und dann kann ich sie verwenden. Ja? Genau. Also ein Großteil unseres Hobbys besteht ja tatsächlich daraus, die Sachen, die wir haben, permanent umzuorganisieren, ja? Damit wir das Gefühl haben, wir verwenden sie mehr. Und zumindest nach so einer Organisationsorgie habe ich immer das Gefühl, dass ich die Sachen mehr nutze. Klar, weil ich sie wieder einmal gesehen habe, ja, wieder einmal drauf, oh, ich habe eigentlich voll die hübschen Sachen, ja, brauchst gar nichts kaufen. Also vielleicht wäre es sogar tatsächlich sinnvoll, sozusagen, ja, so einmal im Monat geht man eine bestimmte Kategorie, die man so hat, einmal durch und ist dann wieder, ha, gut, mir geht's gut, ich habe genug. Okay, also das war meine Reorganisation der Happy Planner Stickerbücher. Ich hoffe, es hat euch ja, was geholfen und auf Ideen gebracht, wie ihr selbst auch damit umgehen könnt, weil ihr eben auch teilweise geschrieben habt, ihr wollt das eigentlich auch machen, aber wie und wo und was und warum. Dann wünsche ich euch sozusagen viel Spaß beim Umorganisieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi, Baba!